So, kleines Hausbau-Update 1963. Ihr wollt ja sehen, heute bin ich auf jeden Fall schon fleißig gewesen, aber wir sind auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Ich schwenke einmal an der Stelle um. Fangen wir einfach mal tatsächlich hier im Wohnzimmer an. Warte, ich mach mal kurz die Musik aus, bevor es noch hier Action gibt wegen GEMA-Rechten. So, jetzt können wir aber hier weitermachen. Also das Ding ist eine Sache, die ich gemerkt habe. Also es kommen im Endeffekt alle Leitungen neu, bis auf die Lampendrähte. Schalterleitung natürlich von der Abzweigdose wird auch neu gemacht. Die Abzweigdosen kommen an sich weg. Nur den Lampendraht, der da drin ist, den nutze ich natürlich weiterhin. Hier sehe ich aber, haben wir zweimal schwarz und zweimal grau. Bedeutet, dass wir eine Ader davon auf jeden Fall ummanteln müssen mit einem grün-gelben PE-Tape oder Schrumpfschlauch beispielsweise, damit der Elektriker im Nachhinein weiß, was der Schutzleiter an der Stelle ist. Ansonsten, das haben wir gesehen, Steigleitung oder Stegleitung, genau, Stegleitung habe ich rausgenommen. Die geht hier in die Küche rein. Können wir auch gleich nochmal sehen, wie das da gemacht wurde. Das wurde von der Küche genommen, in Wohnzimmer rein, für diese Geschichte hier genutzt. Hier diese Aufputzdose, die habe ich rausgenommen, an der Stelle abgeschnitten, wird auch totgelegt, selbstverständlich. Die Steckdose, die kommt weg, da haben sie auch von der Küche genommen, werden wir gleich sehen. Hier habe ich schon mal zwei Unterputzdosen reingemacht, für die Doppelwechselschaltung und die Steckdose. Genau die kommt weg, hier habe ich auch demontiert, die Heizungs Temperaturgeschichte, die wird nach rechts versetzt, da messen wir uns ab, wo lege ich meine NIM-Leitung, und damit man da nicht in die Leitung reinbohrt am Ende. Die Steckdose weg, TAE-Dose wird im Leerrohr in Flur verlängert, haben wir ja gesagt. Hier ist auch tatsächlich, also hier ist einmal eine kommende TAE-Leitung, dann hier, das war auch noch an der TAE-Dose, habe ich auf jeden Fall ein Bild gemacht, wie das im Nachhinein dann wieder angeschlossen werden soll. Und die vier Adträge hier, die so verdrillt ist, schwarz-weiß und rot-gelb, das ist von der Heizungsgeschichte, habe ich auch ein Foto gemacht. Die habe ich jetzt im Endeffekt mir erstmal an der Stelle hier hingelegt, das ist richtig einfach. Also kann man hier rausrasten, dann sind da die Kontakte und die Montagemöglichkeit. Hier die vier Unterputzdosen, hier war ja schon eine Steckdose drin. Die Leitung, die kommt komplett raus. Gucken wir, wie wir hier mit der Leitungsverlegung gehen. Auf jeden Fall gehe ich mit der Zuleitung immer in den Schalter rein. Lampendraht auch, aber das hier ist eine Doppelwechselschaltung jetzt in dem Fall. Muss ich noch 5 Adrig ziehen zwischen dem Schalter hier. Habe hier auch schon aufgemacht. Hier passen auf jeden Fall die Unterputzdosen rein. Die hatten da schon urviel gebohrt. Im Endeffekt so 3 Unterputzdosen nebeneinander im Altbau. Alles raus. Hier habe ich die 4 Steckdosen gemacht. Muss am Ende noch die Schlitze fräsen natürlich. Aber das dann, wenn ich alle Löcher durchgebohrt habe. Hier war eine Steckdose. Hier haben sie es ganz interessant gelöst. Da haben sie einfach hier PE-Neutralleiter und Außenleiter so gebrückt und auf die Steckdose drauf gemacht. Hier ist irgendwie, hier war so ein Deckel drauf. Hier haben wir irgendwie noch ein Antennenkabel, den man theoretisch rausziehen könnte. Der ist da komplett locker drin. Aber ich lasse den mal drin. Der geht auf jeden Fall bestimmt nach oben oder so. Die haben hier auch eine Satellitenschüssel, aber da ist kein Antennenkabel an der Satellitenschüssel dran. Auch kein LNB und sowas. Ah doch, ein LNB schon. Da sehen wir den beispielsweise. Aber da hat er gesagt, hing an der Stelle kein Antennenkabel. Ist nichts ausgeführt gewesen, nichts angeschlossen gewesen. Ja, so, das war's hiermit an der Stelle. Mehr brauchen Sie hier nicht. Ah, doch, genau. Da kommt noch eine Steckdose hin. Jetzt haben wir uns entschieden, hier noch einen Lichtschalter hinzumachen, um die Lampe im Endeffekt zu schalten. Einfach dann den Strom von der Steckdose hier hochnehmen zum Schalter und den Lampendraht zur Lampe. Ganz einfache Geschichte im Endeffekt. Die Lampe da oben bleibt beibehalten, machen die Decken auch nicht ab und so weiter. Das bleibt alles so, sieht doch relativ schön aus. Geht dann zur Abzweigdose, da gucke ich mal, wo ist die Lampenleitung, führe die mir dementsprechend zum Schalter. Phase auch, Doppelwechselschaltung über 2,5-Adrige wird es dann gemacht. Unten noch eine Steckdose an der Stelle. Und genau hier habe ich auch schon gebohrt für den Kontrollschalter, habe schon eine UP-Dose reingemacht, aber noch nicht festgegipst, muss noch geschlitzt werden nach oben zur Außenbeleuchtung. Bewegungsmeldermäßig noch verknüpft werden im Außenbereich, die ganzen Löcher für die Lampen bohren, steht noch an. Badezimmer hat er schon komplett auseinandergerissen. Hier habe ich jetzt
Eigentlich war der Plan, nur eine Doppelkontrollschaltung hier hin zu machen, aber ich mache hier unten noch eine Steckdose hin. Links will er Hauptbeleuchtung, rechts will er LED-Beleuchtung in direktem Badezimmer. Hier kommen am Ende Spots hin, das wird da die Decke abgehangen, das haben wir so nicht gesehen hier an der Stelle. Hier hat er alles aufgemacht, oben eine Schadstelle gefunden, wo Wasser getropft ist, das Rohr rausgenommen, wird alles behoben. Hier ist der Kasten leider im Badezimmer, wo er hier die Wand aufgestemmt hat. Und da ist auch der Zähler drin. Der Zähler, der bleibt auch an der Position. Im Endeffekt habe ich jetzt hier gebohrt für diese beiden Unterputzdosen. Einmal oben Spiegelschrankbeleuchtung und unten nochmal eine Steckdose. Ja, die werden das wahrscheinlich hier mit Drehgips verkleiden und da einfach einen Spiegel dran machen. Gegebenenfalls streichen oder verfließen, je nachdem. Aber das, der Kasten, der kann auf jeden Fall nicht raus. Das Ding ist hier beim Kasten, da bleibt der Zähler so, wie er ist, drinne. Der FI-Schalter, der bleibt auch hier, falls der fliegt, dass man nicht runter in den Keller gehen muss. Die ganzen Zuleitungen, die werden in den Keller reingehen für die einzelnen Räume. Hier ist sowieso nur Vierleitungsschutzschalter und die Sicherung, die ich da gemacht habe. Ich habe alle ausgemacht, bis auf die Steckdose, die wir hier haben, um Baustrom an der Stelle zu haben, aber alles Mögliche ausbauen können. Bohren können, schlitzen können, ohne irgendwie Kurzschlüsse verursachen zu müssen. Ja, auf jeden Fall, die rechte Geschichte kommt komplett weg. Die wird nach unten verlegt. Da haben wir auch schon einen Aufputzverteiler. Den zeige ich euch gleich. Die Lampe, den Schalter, der bleibt so für die Lampe hier. Die Abzweigdose an der Stelle auch. Das war die Lampenleitung, die zum Flur geht. Die hat schon beim Angucken, ist die schon kaputt gegangen. Ich werde da auf jeden Fall von der Abzweigdose eine neue Leitung ziehen für die Lampe. Habe mir hier auch schon die Schalter hingemacht. Einmal Wechselschaltung Flur und Wechselschaltung Eingangsbereich oder umgekehrt, je nachdem, wie die das gerne haben möchten. Das hier war vorher Flur-Wechselschaltung. Da haben sie einfach Phase, Neutralleiter und Schutzleiter als Korrespondierenden genommen. Und hier eben auf L. Ist aber alles spannungsfrei, alles ausgeschaltet, alles gut. Genau, die mache ich komplett neu mit Zuleitung rein, im anderen Schalter die Lampenleitung, gegebenenfalls hier wahrscheinlich die Lampenleitung rein, weil wir da die Abzweigdose haben. Man kann auch Zuleitung und Lampendraht hier reinmachen, 5 A-Träger rüberziehen und bekommt dasselbe Ergebnis. Das wird alles funktionieren. Ja, so viel dazu. Hier haben wir auch schon gebohrt für Obergeschoss die Wechselschaltung. Und dann hier die Doppelwechselschaltung Untergeschoss und genau für Hauptbeleuchtung und LED-Stripe separat. Und hier noch eine Steckdose am Ende hin. Dann können wir kurz mal in die Küche reingucken. Da hinten in der Küche soll auf jeden Fall alles so bleiben. Da muss ich mal gucken, welche Leitung zu den neuen Steckdosen hingeht, weil hier wurde quasi schon damals renoviert. Aber hier wird die Küche jetzt nicht in der Form abgerissen und neu gemacht. Deswegen gucken wir, dass wir die Steckdosen am Ende so zum Laufen bekommen mit den Leitungen, die schon im Vorfeld da liegen. Herd und so genauso, Backofen, Mikrowelle. Hier den Schalter habe ich ausgebaut, die Leitung kommt weg. Lampendraht bleibt natürlich drin. Zieh mir eine neue Leitung, weil da noch eine Steckdose hinkommt. Hier hat man sowieso keinen Neutralleiter. Nur einmal hier eine schwarze Phase und den geschalteten zur Lampe, der da oben in der Abzweigdose grau auf Lampendraht gelegt ist und schwarz halt auf Dauerphase. Ja, hier sehen wir einmal, die obere Steckdose geht da rein zum Wohnzimmer und hier haben sie unten auch noch durchgebohrt, sodass man da im Wohnzimmer Strom hat. Also alles ein bisschen unglücklich gemischt in dem Fall, aber ja, hier gucken wir, was verschaltet ist. Da hier hat wahrscheinlich damals ein Herd gestanden, leider nur mit 1,5 Quadrat, 5 mal 1,5. Aber eben drehstrommäßig, damit man hier ein Herd anschließen kann. Das wird alles wegkommen. Oben noch gar nichts gemacht natürlich, im Keller auch nicht. Erstmal machen wir unten alles fertig. Dann machen wir Obergeschoss und dann kommt Keller und Garage. Die Garage sogar noch vor dem Keller. Hier haben wir alles gesehen. Und dann gehen wir einmal kurz rüber in die Garage, weil da sind ein bisschen Materialien angekommen, die der Kunde eben bestellt hat.
Licht haben wir jetzt an der Stelle nicht. Hab ja komplett, obwohl, warte mal, nee, Licht haben wir doch. Garage ist auch mit dem, ja tatsächlich, Garage ist auch mit der, mit dem LS-Schalter verbunden, wo die, wo wir gerade für Baustrom benutzen. Hier ist eine vierreihige Unterverteilung, die wir dann nutzen werden. Dann haben wir hier einmal 5x10 Quadrat. Der Zähler, der bleibt nämlich oben. Dann müssen wir die Steigleitung nach unten führen vom Zähler, beziehungsweise nach dem FI-Schalter. Und da kommen dann die ganzen Leitungsschutzschalter drauf für die einzelnen Räume, die ganzen, die wir neu ziehen. Dann haben wir hier von Jung einmal ein paar Aufputz, Steckdosen und Lichtschalterkombinationen für Garage, für Kellerräume und für Scheune auch. Also die haben hier noch mehrere Gebäude und so weiter. Hier hat Hornbach noch ein paar Lüsterklemmen mitgeliefert. Den hat er gesagt, hat er noch den Aufputzschalter liegen. Hier sind die ganzen Jung AS500 Steckdosen drin. 10 Stück plus 10 Stück, schon mal 20. Das hier müssten auch Aufputzgeschichten sein, genau, die Aufputzsachen. Und hier also insgesamt schon mal 30 Steckdosen. Und eine Sache, die auch noch ankam, sind insgesamt 10 Wannenleuchten. Wo die hinkommen, eine Wannenleuchte für die Garage, eine Wannenleuchte vor der Garage über Bewegungsmelder. Viele, viele Wannenleuchten für Kellerräume, die werden alle ausgetauscht. Und dann, ja, er hat hier rechts noch Sachen, hier will er auch noch was haben. Hier kommt es neu mit der Steckdosenkombination, Schalterkombination. Hier hat er gar keine Lampe drin. Hier wollte er noch eine Lampe drin haben, aber doch, der hat hier eine Lampe, so eine kleine. Naja, machen wir eine schöne Wandleuchte hier an die Decke dran, Aufputz. Und oben da will er auch noch Steckdosen und Licht haben, deswegen so viele Wandleuchten. So, das Ding ist, wir haben ja gesagt, dass die Leitungsschutzschalter versetzt werden nach unten. Da gehen wir gleich auch noch hin. Das Ding ist, er ist hier gerade viel am Stemmen bezüglich der Wasserrohre und so weiter, die hier aus Metall auch am Boden verlaufen. Hier beispielsweise kann man das ganz gut erkennen. Das wird ersetzt und neu gemacht. Die Steigleitung, die von unten kommt, die haben wir hier, die zum Zähler reingeht. Hat er auch vorsichtig hier gearbeitet und nichts beschädigt. Da geht die hier eben zum Panzerkasten, den wir schon gesehen haben. Und hier sind noch ein paar Stegleitungen, die vermutlich auch hier in den Kasten gegebenenfalls reingehen, obwohl eine geht, doch, die gehen in den Kasten rein. Von der Abzweigdose, da haben sie einfach nur die Lampe geschaltet. Genau, das Kabel kommt ja raus. Dann, bevor ich in den Keller gehe, einmal ganz kurz hier an der Seite kann ich auch noch kurz zeigen, dass ich hier die Unterputzdose gesenkt habe, wird ja noch geputzt. Hier an der anderen Seite ist auch nicht komplett tief, ich will hier auch nicht einen Durchbruch machen oder so, aber das reicht an der Stelle auf jeden Fall, damit da im Endeffekt noch Putz drauf kommt und es dann eben flächenbündig ist am Ende. Und jetzt noch mal kurz im Keller. Ah, Licht haben wir jetzt gar nicht, ist ja aus, aber das macht nichts. Ich mache kurz Handytaschenlampe, obwohl hier ist ein bisschen Licht. Hier ist eben der Panzerkasten, der Tank und so weiter. Und hier links neben der Steigleitung, das kommt wahrscheinlich ab hier, dieser Holzbalken, wo ein paar Haken dran sind. Und das wird hier der Feld werden, wo dann die vierreihige Verteilung aufgebracht wird. Ja, ein bisschen Licht haben wir von draußen hier. So viel dazu. Und dann im Wohnzimmer wollte ich noch eine Sache zeigen. Also das Ding ist Antennenkabel, ziehen wir raus. Die Satellitenschüssel, die wird doch im Endeffekt am Ende demontiert. Braucht man nicht. Mein Schwager und meine Schwester werden auch keinen SAT-Anschluss benötigen. Wenn Fernsehen, dann alles über Internet. Genau, das Kabel habe ich schon gezogen. Das habe ich aus der Küche rausgezogen, was da in die Steckdose reingegangen ist. Hier ist Antennenkabel komplett rausgezogen, ging vermutlich in Dachboden oder Obergeschoss, ich weiß nicht wie weit. Und genau hier hat irgendjemand den Griff falsch rum, also jetzt ist das Fenster zu. Und um es aufzumachen, ganz unglücklich, stößt das hier gegen und dann muss noch ein bisschen ziehen und so weiter. Da muss auf jeden Fall
das auch noch abgeändert werden, aber ich denke, das ist kein Problem, auch wenn ich kein Fensterbauer bin. So, ich hoffe, das waren wieder mal nette Einblicke und reicht jetzt auch für ein ganzes Video von der Dauer her, von den Minuten, die ich jetzt aufgenommen habe. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Wird noch ein weiterer Teil folgen, vielleicht dann auch noch ein weiterer Teil. Macht's gut. Tschüss.